Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Part, die Sims 4 an die Uni. Wir sind wieder bei der Uni-WG, Arbeits-WG, bei Emmy sage ich jetzt einfach, glaube ich, nur noch, sonst ist es, glaube ich, zu verwirrend. Ja, der Leo hat gerade die kleine Enya auf dem Arm, wenn ich mich nicht irre. Und es ist so süß. Oh, Leo. Ich habe, wenn meine Maus mitmacht, wie du sehen kannst, ist schon 14.30 Uhr. Die Emmy ist in ihrem letzten Kurs für heute. Der endet in einer knappen halben Stunde. Und dann hat sie, ja, frei. Der Ben macht das Unkraut mit seiner Schwester. Die habe ich jetzt zur Gartenarbeit verpflichtet, weil er gar miserabel aussieht. Der Leo kümmert sich gerade ein bisschen um unsere kleinen Mäusis. Guck mal, du kannst die Bälle mal an die Kätzchen geben. Ist das nicht eine Idee? Der Aiden hat gerade eine Reinigungsdame engagiert, die jetzt regelmäßig zu uns kommt. Vielleicht erleichtert das zum einen mir die Arbeit, dass ich nicht andauernd den hinterherräumen muss. Dass vielleicht auch die Wäsche von der Dame dann gewaschen wird, der Müll mal rausgebracht wird, weil es ist stressig, das gebe ich so zu. 3 Sims, die studieren, 3, die arbeiten. Es ist stressiger als wie bei April zu Hause, weil dann mal eine Zeit war, wo wirklich alle Sims weg waren. Arbeit, Schule und die April nur zu Hause war. Die konnte sich drum kümmern. Deshalb habe ich jetzt gesagt, okay, wie in der letzten Folge, wir kriegen eine Haushaltskraft. Genau, und wir haben jetzt gerade von der... Die Haut ist der beste Teil, sag ja. Wir kriegen andere und SMS rein von einem... Von Personen, die wir noch nicht kennen, die wir kennen. Ach, was weiß ich was. Genau, Blue. Mit der hat er ein bisschen Zoff. Okay. Naja, die Ellie macht hier und möchte dann am Strand nach Muscheln suchen. Nicht unbedingt. Die Yuki ist auch bis knapp 2:55 noch in der Vorlesung. Und ja, heute ist Movie Night. Die Ellie hat schon das Romantische mit dem Aiden abgeschlossen. Der Rest ist dabei. Der Leo hat schon zum Teil. Ja, denn wir wollen ja heute irgendwie in allen meinen Let's Plays. Sie kommt am Dienstag. Okay, dann kannst du das mal gerade füllen, lieber Schatzi Pupsi Leo. Genau, der Leo bekommt eine kleine Schwester, denn die Zoe, seine Mami, ist schwanger. Voll cool. Was macht ihr jetzt? Plaudern. Ja, Aiden, wenn du mit plaudern willst, dann kannst du doch auch eigentlich hier helfen und schon mal beginnen, alles zu verkaufen. Je schneller können wir los. Ihr habt nämlich eine halbe Stunde, bis die anderen kommen. Dann möchte ich auch eigentlich schon los, weil euch geht es soweit wirklich gut. Bis auf die Emmy, die ist ein bisschen müde. Aber sonst, wie man sehen kann, geht es den anderen gut. Jetzt ruft die Mama an. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, ob das so klappt. Guck, da ist die Zoe. Leo, eigentlich müsstest du sie ja mal einladen und nachfragen. Sie bekommt ein kleines Mädchen. Ich finde es so cool. Ja, wie in den anderen Let's Plays auch schon und in den anderen Folgen gehen wir auch mit diesem Haushalt mal ins Kino, weil unbedingt, sie müssen ja einen Film gucken. Was braucht ihr noch? Du kannst doch mit ihm dann ein bisschen plaudern und hier dieses Festdingsbums-Gedöns erfüllen. Weil ich habe mir als Ziel gesetzt, mindestens 1 zu absolvieren. Nee, nicht beschweren. Du sollst das ja positiv teilen, nicht negativ. Wo ist es? Da. So, Ellie sprüht. Der Ben rupft. Der Aiden soll eigentlich verkaufen. Hier. Und der Leo macht automatisch Hausaufgaben. Die beiden Mädels sind zurück. Sehr gut. So, ich gucke jetzt nochmal bei unseren Studies, dass die heute wirklich nichts haben. Genau, die Yuki. Hat heute ihren letzten Unterrichtstag. So, der Leo hat in 2 Tagen 23 Stunden erst was und in 19, okay. Aber der macht ja eh seine Hausaufgaben. Was machst du jetzt? Künstliche Intelligenz. Aber ich wollte jetzt eigentlich los mit euch.
So, ihr hört jetzt bitte auf. So, die Emmy haut sich jetzt nochmal ganz kurz auf die Couch und macht ein Kraftnickerchen, dass sie fit ist. Du hörst auf, du auch. Wie geht's dir? Dir geht's auch gut. Gut. Emmy macht ein Nickerchen. So, und du kannst mal mit deinem Schatzi hier ein bisschen interagieren, dass ihr das auch hinbekommt. Zumindest eines wäre doch schon mal sehr gut. Oder? Ah, nicht beschweren. Oh, ich klicke als beschweren. Das gibt's doch nicht. So, Stimmung teilen. Genau, weil die beiden haben das Romantische schon und sind auch schon total kokett. Der Leo macht Hausaufgaben. Ja, okay, Leo. Wenn du unbedingt Hausaufgaben machen willst. Robotik, Mathematik. Gut, dann mach du mal Robotik, Mathematik, Hausaufgaben. Und die süße Maus ist total kokett. Genau, die Mädels haben ihre Tage, beziehungsweise die Emmy hat ihre Tage. Deshalb habe ich hier mal ein bisschen vorgesorgt. Wenn die Emmy jetzt gleich fertig ist, so, ruft sie ein Taxi, sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr weg. Und zwar nehmen wir den Ben mit, die Ellie. Was zur Hölle? April? Wieso hast du ein blaues Auge? Kannst du mir das bitte verraten? Finde ich ja gar nicht cool. Aiden, Leo. Waren das alle? Leo, Aiden, Ellie, Ben, Yuki. Ja, ich habe alle. Halleluja, die April hat ein blaues Auge. Ist die hier wieder irgendwo unterwegs? So, das sind wir jetzt bei unserem Ausflug beim Kino. Das werdet ihr auch in der Seven Toddler bzw. jetzt bei Familie Winter im Let's Play sehen. Und der Leo und die Emmy sind gerade ein bisschen romantisch auf Tuchfühlung, um ihr. Okay. So cute, ihr zwei. Und die Ellie steht nebendran. So, aber. Ich zeige euch jetzt hier auch nochmal das Kino. So, das ist das Kino. Ich finde es mega cool. Wirklich mega cool. Es ist der Hammer. Man hat einen riesigen Außenbereich. Ich glaube, mit den unseren Süßen gehen wir ins Außenbereich. Hier haben wir dann Hoch- und Toilette. Und hier ist der Rest des Kinos. Ich finde es mega. Ich werde das andere auch wieder deplatzieren. Ja. Ich bin mal gespannt, wen wir alles hier so treffen. Wo ist denn der Aiden? Aiden schaukelt. Okay. Bringt es denn bei euch schon was? Leo ist auf jeden Fall. Die Emmy muss noch ein bisschen. Okay, Emmy, dann bist du jetzt dran. Du kannst mal sagen, ich liebe dich. Kannst auch mal seinen Hals küssen. Vielleicht bringt euch das auf romantische. Hui. Der Ben hat seins geschafft. Dann kannst du Halsküssen auch mal machen. Emmy. Seid ihr in der Runde? Ja, ihr seid in der Runde. Uiuiuiuiuiui. Die Emmy hat's. Sehr cool. Der Ben hat's. Der Leo hat's. Der Aiden hat's, die Ellie. Die Ellie ist immer noch traurig. Weiß nicht, was ist. So, Yuki, du musst noch eins, zwei Sachen machen, dann hast du das, glaube ich, auch. Und die Emmy kann ja schon mal Popcorn. So, Emmy Maus. Wir gucken mal. Ach, guck mal da, wer da schon sitzt. Der Gosmo. Dann hier. Mach mal Popcorn. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nach
draußen. Ist das nicht eine Idee? Ach, Elli, was ist denn los die ganze Zeit? Du bist so traurig. Steh ich nicht. So. Gut, das haben sie alle. Oh, nee. Brab je Bose. Für Mems. Oh. Dann könnt ihr doch eigentlich alle schon mit hier hingehen. Zusammen hier hingehen, bitte. Und ein bisschen schneller, ihr Süßen. Aiden, was machst du? Du stehst da. Aha. Kommt ihr jetzt alle? Zoe. Hi. Keine Nachricht? Okay. Dann mach mal Popcorn, Emmy. Kommt ihr jetzt alle hierher? Ja, ja. Ja, ja. So, dann ein Gericht nehmen. 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 Nehmt euch mal ein Gericht. Nehmt euch mal ein bisschen Popcorn. So, und dann könnt ihr doch vielleicht nicht so extrem nah euch zusammen hier hinsetzen. Ist das eine Idee? So. Die Yuki ist jetzt gleich auch da. Und dann versuchen wir gleich mal Film ansehen mit. Was könnt ihr euch denn angucken? Ein Sim im Liebeswahn. Das ist doch eine coole Idee. Möchte ich ein paar schöne Fotos von euch. Ist das eine Idee? Wenn wir ein paar schöne Fotos machen. Von euch zwei auch. Och, Elli, du brauchst doch nicht weinen, Schatzilein. Los, Yuki, schnell. Die Yuki hat ihre Abschlussnoten und sie hat überall eine 1+, wie die Emmy. Ach, was ein Glück. Sehr cool. Alles 1+, Semesterdurchschnitt 1+, Notendurchschnitt 1+. Perfekt, Jungmäuschen. Ja, du möchtest dich einschreiben. Du nimmst auch 3 Kurse zu Hause und zahlst. Genau, und jetzt ab, zack, zack. Sitz. Steht ihr jetzt alle auf oder was? Was macht denn jetzt? Jetzt habe ich kein Bild von der Yuki und vom Ben. Was macht ihr hier Süßen? Ach Gott, ihr Süßen. Ach Gott. Ach, ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben. Ihr seid mir schon ein paar Turteltäubchen. Der schnippt Popcorn durch die Gegend. Elli, könntest du dich auch hinsetzen? Dankeschön. Dankeschön. Da sind doch ein paar coole Fotos. Und wir gucken ihn wieder mit. Was auch immer das für ein Film ist. Bin ja mal gespannt, was da passiert. Okay. Jetzt stehen sie wieder alle auf. Ach Gottchen. Filmabend. Genau schon. Gut. Shane. Du weißt, dass die Emmy immerhin deine Adoptivtochter ist und sie vergeben ist. So, ich habe den falschen Film leider ausgewählt, aber ist ja nicht schlimm. Dann gucken wir jetzt den Film. Uff. Wir gucken nämlich jetzt eine Romanze.
aktuellen Kanal schauen. Du genauso. Du genauso. Auch. Emmy, du auch. Ihr könnt euch hier ein bisschen unterhalten. Jetzt ein bisschen verführerisch sein. Kannst du ein bisschen kitzeln. Und der Ben. Okay, bei manchen geht das Ding jetzt schon los. Erledigt, 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 erledigt. Sehr gut, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Guck mal hier. Da haltet ihr euch jetzt auf die Distanz. Ach Gott, wie cute ist das denn? Guckt euch das an. Wie süß. Ach Gott. Geht das bei euch beiden auch? Emmy, wo gehst denn du hin? Was ist das? Uiuiuiui, Ellie und Aiden. Uiuiuiuiui. Knutschi, knutschi. Und was macht ihr zwei? Visa. Ja? Hey, Kimbo! Galimpa? Oh. Was macht ihr jetzt? Oh, das bedeutet das. Wie süß ist das denn? So, kommt, ihr könnt noch mal ein bisschen romantisch interagieren. Ihr könnt Händchen halten. Kannst ihm die Hände küssen. Kannst flirten. Oh, ja, du welch. Hey, Tuga. Fumble. Shane. Garza. Kann sie mal eine Rose anbieten vielleicht? Gibt Leo das Signal. So, wo seid ihr alle? Toilette. Der ist da unten. Aiden. Wo bist du? Du bist auch auf Toilette. Ellie. Du bist auch auf Toilette. Yuki. Du bist hier vorne. Okay. Mumazarba. Sag mal, ich liebe dich. Kannst du den Hals küssen? Dann können wir mal das versuchen. Hui. Ach, jetzt zwei Cuties. Ihr Cuties, wenn ihr müde seid, könnt ihr auch nach Hause gehen, gell? Wie ihr guckt. Oh Leo, du bist so müde. Oh Gott. Gut, ich lösche kurz die Pinnwand. Wow, ihr geht ja voll an die Decke, Leute. Seid schon romantisch vier. Frag mal nach einer schlüpfrigen Frage. Händchen halten. Kompliment über Aussehen. Wangen streicheln.
Samso. Oh, Sabado. Ihr seid so cute. Oh. Ihr seid so cute. Shabidaza, Toba. Oh, Vadish. Good, yeah. Vruna Boomima. Emi ist der Leo größer als die Emi. Die Emi größer als der Leo. Hab ich das Gefühl. Kommt, glaub ich, durch die Schuhe. Go. Oh. Ihr seid so süß. Ja, Bücher, gell? Nein, nix hier, Nickerchen. Ihr seid so tot, gell? Ich hab das Gefühl, der Mod funktioniert nicht, den ich da hab. Wo geht ihr denn jetzt hin? Seid ihr alle oben jetzt? Der Aiden ist oben. Okay, Emmy. Ich würde sagen, du rufst ein Toxi. Und dass wir... Jetzt ist die Apple wieder normal. Hm, ich das verstehen? Nicht unbedingt, habe ich das Gefühl. Dann düsen wir jetzt nach Hause. So, einmal zurück. Und zu uns nach Hause. So. Oh, ja. Hat die auch Wäsche gemacht? Der Müll ist leer, die Wäsche ist leer. Leer. Vielen, vielen Dank, liebe Reinigungskraft. Vielen Dank. So. 2 Tage, 13 Stunden. 2 Tage. So, die Yuki muss Hausaufgaben machen. So, Hausaufgaben. Leo. 2 Tage, 15 Stunden, 11 Stunden. Okay, wir müssen dich aber erst ein bisschen pushen. So musst du auf die Toilette. Hast Hunger. Und dann machst du Hausaufgaben. Und zwar allgemeine Aufgabenautomatisierung. Sehr gut. Ben, du kümmerst dich weiter um unseren Garten. Das ist nämlich ganz wichtig. Emmylein, du brauchst Dehydration. Gut, dann einmal herumschwimmen. Und dann musst du 2 Tage, 11 Stunden das hier machen. Minihäuser. So, wir gucken den Süßen jetzt noch ein bisschen zu, aber nicht allzu lang. Denn dann ist es auch wieder schon Zeit. Wieso hattet ihr denn jetzt einen Minusbalken, Leute? Na, Vadish. Hä? Or Vadim. Nahara. Charki Fitna. Fumu. Aha. Das ist doch schon mal gut. Sehr schön. Das klappt doch wie am Schnürchen soweit. Adiyuki steht damit und hilft. Sehr gut. Das läuft doch schon mal wirklich, wirklich gut. Wo sind denn unsere kleinen Mäusis? Die Nala, wie süß. Hallo, kleine Maus. Wie du kleines? Ach, bist du cute. So. Wo ist die andere kleine Mausi? Da ist sie doch, die kleine Enya. Hallo Enya, ich bin so gespannt, wie ihr aussieht, wenn ihr groß seid. Da muss ich mir auch noch Gedanken machen, wie ich das mache. So, aber im Kühlschrank, das muss hier nicht rumstehen. Ja. Schlafen. Yugi macht Hausaufgaben, holt sich dann auch einen Rest. Leo macht Hausaufgaben. Sehr gut. Ben ist da am Werkeln. Wenn hast du alles gedingst, dann kannst du hier bitte alles verkaufen. Emmy ist fertig mit Volltanken ihrer Hygiene. Dehydration. Jetzt habe ich es. Dann holen wir unser Money rein. Lieber Ben. Yuki wird Periode haben. Ellie wird Periode haben. 10 Stunden. Gut, dass ich euch alles gekauft habe. Auspacken.
Box auspacken. Auspacken, auspacken, sehr gut. So, Yuki macht Hausaufgaben. Emmylein, du sollst eigentlich auch Hausaufgaben machen. Du kannst dich hier hinsetzen. Und dann machst du Hausaufgaben. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Ich versorge die Süßen jetzt noch. Guck, dass die spätestens um 2 alle im Bett liegen, dass die noch ausreichend Schlaf bekommen. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Sind dann wieder bei April, Shane und den 2 Kleinen und mit den Tierchen. Ich habe ja so eine kleine Hinterstory geplant. Ich muss gucken, wo ich die einbinde. Das Video dazu ist schon fertig, nur brauche ich halt die Emmy dazu, um das in Gang zu setzen. Aber mehr dann dazu später. Vielleicht schaffen wir es ja dann in der übernächsten Folge. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ein wunderschönes Wochenende. Du findest alle wichtigen Links und so weiter. Instagram, Discord. In der Videobeschreibung bei Instagram kannst du uns unserer kleinen Community aus mehreren YouTubern folgen unter dem Hashtag SimsYouTubeCommunity mit Herz. Da findest du uns alle. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und dann sehen wir uns. Tschüss.